Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagmittag, haben wir mittlerweile. Richtig geil. Ja, heute startet unser Projekt auf der Rantzauer Ahn. Wir haben sie doch zusammenbekommen zu einer V1 mit vielleicht noch einem restlichen paar Texturfehlern, aber soweit haben wir es dann endlich geschafft, sie fertig zu machen. Ja, wie gesagt, wir starten ab heute unser Projekt hier. Und habe ich schon gesagt, dass der Farmer dabei ist? Moinsen, Und der DD ist auch dabei. Moin. Wir haben gedacht, wir machen mal so ein kleines Info-Anfangs-Startvideo, um einfach die ganze Geschichte mal ins Rollen zu bringen. Und da würde ich sagen, übergebe ich mich mal an den Farmer und fahre Ja. das nebenbei hier mal ein bisschen sehen, ne? Ja, moin Leute. Meine Stimme kennt ihr vielleicht schon aus den anderen Livestreams. Ich bin der Farmer und bringe euch heute mal so ein bisschen unsere Map näher. Also, bin selber hier nebenbei am Pflügen auf der 22 und ja, unser neues Projekt hier Rantzauer Ahn, wo ihr ja schon den einen oder anderen Livestream drüber gesehen habt. Der Blackie hat die Karte jetzt soweit fertig gemacht. Vielleicht das eine oder andere Detail, was einem der anderen Teammitglieder noch auffällt, das zieht er dann noch nach und wird dann auch noch dementsprechend korrigiert. Aber ansonsten haben wir uns entschieden, wir spielen mit dem Seasons Mod auf dieser Karte. Im Endeffekt war es so, uns ist angeboten worden, hier einen Hof zu übernehmen und das mal auszutesten. Und haben wir gesagt, okay, gut, Mugby, das Angebot haben wir gekriegt. Und dann gleich mit 120 Rindern und 28 Schafen, quasi dann mit Mastanlagen und alles, was so dazugehört, ne? So, und da fangen wir jetzt fleißig an, im Frühjahr unsere Felder hier zu bestellen. Der Didi ist gerade dabei, für unsere Tiere ein bisschen Gras zu besorgen. Und ja, dann werden wir jetzt erstmal anfangen, die großen Stücke mit Mais zu besehen, dass wir da auch Silage kriegen. Und die Leute, die schon mit dem Seasons Mod spielen, die wissen natürlich, dass das an ein paar Regeln sozusagen gebunden ist. Man kann nicht jederzeit drillen oder machen, was man möchte, sondern ja, da geht es eben der Jahreszeit entsprechend. Die Arbeiten werden gemacht. Der Blackie hat hier schon ja, die 22 noch vorher mit Kompost übergefahren. Den Kompostmaster haben wir auch verbaut. Wie gesagt, eine Rindermast ist verbaut, Schweinemast ist verbaut und ja, dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze so anläuft. Das ist jetzt unser neues Projekt. Freue mich, dass ihr alle dabei seid und uns begleiten wollt. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Wir werden hier noch so das eine oder anderen Stein ins Rollen bringen. So mit Häckseln und allem drum und dran. Da kommt ihr auch nicht zu kurz. Ja, wenn der Mais reif ist, Ja, dann auf haben wir jeden, ordentlich ne? zu tun. Aber Blackies Lieblingsbeschäftigung, Oh ihr kennt ja, meine endlich alten. mal wieder häckseln. Aber Sehr gut. sagt's nicht weiter. Bevor wir anfangen mit Häckseln, schicken wir Blackie in Urlaub. Und wenn Ja. er wiederkommt, ist die Arbeit gemacht. Weil er ist ja nicht so ein Maisfreak. Ich habe ihm aber als alternative Grashäckseln angeboten und musste dann damit rechnen, dass ich fast des Teams verwiesen werde. Nein, Farmer, niemals. Warum? Aber wie lange warst du jetzt da? Heute nicht mehr mitgerechnet? Seht ihr? Also man muss hier in diesem Team wirklich vorsichtig sein, was man sagt. Ne? Das ist, also die Kündigung lauert an jeder Ecke. Ich will natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt auch Kollegen hier in diesem Team, die schaffen es einfach auf gerader Strecke, zwei Anhänger mit Getreide voll umzuschmeißen. Das kann Und natürlich dann. passieren, aber so eine Typen werden eigentlich rigoros aussortiert. Nein. Achso, ich hab da noch so einen kleinen Nachsatz. Heute ist ja, wie ihr seht oder auch nicht seht, es ist keine Kamera von mir zu sehen. Das machen wir heute mal, war eigentlich der Farmer. Wir haben uns gedacht, wir übergeben dem Farmer mal das Wort, dass der hier auch mal ein bisschen das so ein bisschen erklärt, wie er das eben schon ganz toll gemacht hat. Ja, deswegen, aber die anderen, sag ich mal. Die anderen Folgen, die nächsten, werden wir dann wieder mit Kamera drehen. Denke ich mal. Aber heute einfach geschuldet, dass der Farmer doch hier, ich glaube, er hat noch nicht mal was vergessen, was jetzt eigentlich wichtig war, ne? Naja, ich bin ja schon ein bisschen älter, da darf ich mal was vergessen. Nein, alles gut. Also, ich würde sagen, ja, wie gesagt, wir fangen jetzt an, Mais zu drillen. Wir sind mitten im Frühling. DD macht ja Gras. Das läuft jetzt alles hier so langsam an, ne? Das
Man muss sich da auch erstmal reinfinden. Also das, wir als Team Nordwest Gaming spielen ja jetzt zum ersten Mal mit dem Seasons Mod. Wir haben ihn auf 6 Tage eingestellt, um das einfach erstmal zu testen. Mal gucken, wie das wird. Wenn es zu viel ist oder zu wenig, dann werden wir da sicherlich nachkorrigieren. Aber ansonsten denke ich. Testen wir erstmal aus mit 6 Tagen. Ja, also wir haben da absolut noch gar keine Erfahrung mit. Und ich weiß nicht, wenn es da irgendwas super Tolles zu beachten gibt, würde ich sagen, haut das in die Kommentare. Das würden wir oder würde uns sicherlich auch helfen. Ach du Elend, zu weit gefahren. Aber also im Großen und Ganzen, wir haben uns da reingelesen. Wir haben wirklich, ja, wir haben gelesen, wie das alles so einigermaßen funktioniert. Vielleicht machen wir selber im Seasons Mod noch ein paar Anpassungen. Aber erstmal starten wir hier. Obwohl das Problem war, dass ja, wir können ja eigentlich alle gar nicht lesen. Wir haben nur ein paar Buchstaben aneinander gereiht. Darum hoffen wir auf eure Kommentare. Richtig. Dass wir denn das zumindest hinkriegen. Ja. Wir hoffen, ne? Ja, wir hoffen. Ja. Dass wir dann zumindest so spielen, dass es euch gefällt. Ne? Genau. Das auf alle Fälle. Und wenn ihr Anregungen, Tipps habt, immer rein in die Kommentare. Wir schauen uns das an und dann werten wir das natürlich dementsprechend auch aus. Ne? Genau. Die Standardfragen, wo kriege ich die Map her, was habt ihr für Mods, ja, das wisst ihr selber, da brauchen wir gar nicht mehr groß drauf eingehen, ne? Richtig, www.google.de. Ranzauer Arnwiss werdet ihr da nicht finden, aber sonst eigentlich alles weitere. Ja, vielleicht sagen wir noch was zu der Map, ist ja ein ganz neues Projekt. Wir haben, ihr habt ja schon viel gesehen im Livestream. Also dieses Projekt wird sich allgemein auf Videos und Livestream beziehen. Wir haben gedacht, wir beziehen die Videos einfach mal wieder mit ein. Weil im Moment ist mehr Zeit für Videos und sollte auch mehr Zeit übrig sein für Livestreams. Deswegen verbinden wir das miteinander. War doch richtig, ne? So. Ja, natürlich. Das ist eigentlich sagen, so, ja. das ist die Planung aus, vom Team, ein paar Videos zu machen, ein paar Livestreams einfach, dass ihr ein bisschen was habt. Aus dem Real Life das eine oder andere habt ihr ja noch gesehen, was gekommen ist. Und ja, waren ja alle mehr oder minder eingespannt, auch der Black im Real Life, Landwirtschaft. Da hat er ja die Videos auch hochgestellt. Und jetzt wollen wir einfach mal, dass ihr auch wieder seht, dass wir auch für den LS stehen. Dass wir euch nicht vergessen haben und eben wie gesagt in der Zwischenzeit, wo Black im Real Life unterwegs war, das wissen eigentlich ja auch die wenigsten außer den Teammitgliedern natürlich, hat er hier an dieser Karte natürlich Performance verbessert. Ganzen kleinen Fehlerchen, die wir ihm gesagt haben, wo er ja in seinem Video so schön gesagt hat, dass ihn das freut, dass wir so toll Kritik üben können. da hat er sich wirklich rangemacht und hat getan und gemacht und selbst wenn uns jetzt noch eine Kleinigkeit auffällt, dann nächsten Morgen ist er dabei und ist am Tun und am Machen und irgendwann muss man auch mal sagen, komm Blacky, schalt mal einen halben Gang runter, ist auch okay und dann nächsten Tag lieber weiter. Ne? Er möchte ja auch, dass wir das schön haben, dass die Map auf alle Fälle, das ist sein größtes Ziel, performance-technisch vernünftig funktioniert, hier keine Kühe in der Luft schweben, irgendwelche Geländer über den Feldern oder sonstigen Kram. Ja, das macht ja auch beim Stream beziehungsweise auch jetzt in den Videos keinen Sinn, euch da so eine halbwertige nicht vernünftig performende Map zu präsentieren. Habt ihr nichts von, wir haben da auch keinen Spielspaß von und das macht, das ist dann nicht so toll. Und da hat er sich die ganze Zeit auch mit rangemacht und darum da nochmal Hut ab, muss ich echt sagen. Dafür, dass ich gerade weiß, wie man Giant City Tour schreibt und vielleicht nochmal einen Baum entfernen kann. Das ist eine tolle Sache, ne? Aber bei Toren hört es dann auch auf. ja. Wollte ich das jetzt sagen? Ja, ich glaube, ich hau das einfach mal raus und nach einem Jahr hier, über einem Jahr, sind wir ja mittlerweile hier, Team Nordwest Gaming, sind wir immer noch sehr zufrieden mit dem wenigen Kram, was wir hier auf YouTube hochladen, dass immer noch so viel Interesse besteht und an unsere Standard 3 Hater da draußen geht ein besonderer Gruß raus. Ihr wisst, wir sind da sehr, sehr ehrlich
Und dass ihr auch immer noch den Daumen nach unten drückt und das stetig und ständig gefällt mir richtig gut, weil bei YouTube wird auch ein Daumen nach unten als ein Daumen gewertet. Also nochmal danke dafür. Den Jochen wollte ich noch ganz lobend erwähnen, der es jeden Morgen schafft, für 3 Sekunden bei uns im TS zu joinen, sich dann wieder zu verpieseln. Auch sehr gut. Jochen, Grüße gehen raus. Wir sind keine Unmenschen, du darfst auch mit uns reden, auch morgens. Also, du wirst schon gezogen, wenn ich 2 Kaffee getrunken habe. Wie immer. Besser ist. Nee, alles gut. Läuft. Man kann bei uns. Habe ich die scheiß Seemaschine jetzt nicht runtergemacht? Doch. Man kann bei uns jederzeit auf den TS kommen. Wir sind wirklich keine Unmenschen. Einfach joinen, einfach, wenn ihr ein Anliegen habt oder auch keins, einfach gucken, schnacken. Dann läuft die Welt einfach manchmal viel besser. Oder wenn zum Beispiel gar nichts kommt, hatten wir auch schon den einen oder anderen, der gefragt hat, Jungs, gibt's euch noch? Was ist los bei euch? Auch kein Problem. Ist halt wichtig, ne? Wir machen das zum Spaß und auch damit ihr Spaß habt, ne? Dazu gehört nun mal Konversation und ein bisschen Lesen auch. Ja, doch, es hört sich komisch an, es ist aber so. Ja. Aber ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall auf dieses Projekt, hoffen auf rege Beteiligung in den Livestreams. Mal gucken, wann wir das immer schaffen. Ich glaube nicht, dass wir es immer abends schaffen werden, Livestreams zu machen, aber ja, vielleicht auch mal auf den Nachmittag. Ja. Im Endeffekt, so wie es gerade zeitlich passt, so streamen wir einfach, wie es möglich ist. Genau. Das macht ja natürlich auch keinen Sinn, Livestream zu machen und Blacky flügt alleine die 22, so wie ich jetzt gerade. Da habt ihr nichts von. Da muss ja auch ein bisschen Performance da sein für euch. Ne? Wir wollen euch ja auch ein bisschen was zeigen. Ja. Eigentlich sind wir ja auch ein. Manchmal müssen wir ja auch einfach auf ein paar mehr Leute warten, weil wir wollen als Team auftreten hier und das hier zu keiner One-Man-Show oder sowas machen. War nie unser Anliegen und wird es, glaube ich, auch nicht werden. Auch wenn zeitweise nur nachmittags Livestreams kamen, wo wirklich nur 2, 3 Leute da waren, aber wo es einfach auch nicht anders ging, ne? Damit überhaupt was kommt. Da ist ja auch ein bisschen der Jahreszeit geschuldet. Ne? Und ja. Sind ja alles nicht nur Singles, die einfach jeden Morgen den Rechner starten können und dann loslegen. Und am nee. Tag jetzt gibt es Livestream, sondern wir gehen ja alle auch noch Berufen nach. Und ja, da ist das Ding geschuldet. Wir haben alle, sag mal, die meisten von uns Familie, das gehört natürlich auch dazu. Das geht natürlich auch alles irgendwo vor. Ne? Und trotzdem versucht jeder auf seine Art und Weise, sag ich mal, zum Team beizutragen. Jeder eben so gut wie er kann. Da ich nicht viel kann, trage ich natürlich auch nichts bei, das ist klar. Mit Sicherheit. Ja, dann nochmal ein großer Hinweis. In die Kommentare braucht nicht die Frage, kommt die Map zum Download? Wann wird die Map zum Download kommen? Die ist einfach fehl am Platz, aber unsere Abonnenten wissen das eigentlich, wie wir darauf reagieren oder auch nicht. Ne? Ja. Letzteres, ja. Nein, es ist ja einfach so. Aber ansonsten, uns macht das Spaß nach wie vor. Jetzt, das Wetter wird schlechter. Das kommt natürlich unserem Hobby hier, dem Livestream und Videos produzieren, zugute. Wollen wir mal gucken, was da draus wird? Der Hund hält nicht den Sappel. Der Hund ist nämlich auch noch da. Nee. Aber, ja, ich denke mal, heute starten wir das einfach mal. Und ja. Hast du noch was zu sagen, DD? Nö, nicht wirklich. Nee, wir haben alles gesagt, oder? Ja. Ist eigentlich alles zusammen, was zu sagen war, ne? Genau, zum dann. Einführung für die erste Folge. Dann würde ich sagen, wenn ihr bis jetzt dieses Video verfolgt habt, dieses Infovideo, schreibt ihr mal Hashtag NWG in die Kommentare. Mal sehen, wie viele Leute das doch geschafft haben. Ob wir die Videos kürzer machen müssen oder noch länger. Das könnt ihr auch dazu in die Kommentare schreiben. Teilt uns einfach mit, was ihr empfindet, so fleißig, wie ihr das auch im Chat in den Livestreams immer macht. Vergesst den Daumen nicht und ich würde sagen, wir sehen uns.
Eingehauen. Jo, tschö. Tschö.